Ja, manchmal kommt man in eine Situation, da muss man zwei Leinen miteinander verbinden, die unterschiedlich stark sind. Wie zum Beispiel diese beiden. Dann braucht man einen Knoten und der heißt Schotsweg. Den zeige ich euch jetzt. Wir nehmen das dickere und machen da ein Auge. Das dünnere wird von unten durch das Auge geführt. Wir legen gleichzeitig hier den Zeigefinger hin. Das zeige ich auch gleich warum. Wir führen es da rum und haben gleichzeitig hier wieder die Möglichkeit, das durchzuführen. Und das war schon die ganze Hexerei. Das ist der Schotsweg. Und der hält. Wenn die Leine auf Spannung geht, zieht er sich auch nochmal zu. Eine zweite Variante ist der doppelte Schotsweg. Und da könnt ihr euch vielleicht schon denken, wie der gemacht wird. Wir öffnen das Ganze wieder und führen das ein zweites Mal durch. Der doppelte Schotsweg. Der Schotsteg. Wir nehmen das dickere Ende, führen das für die dünnere Leine hier durch, legen es einmal um den Zeigefinger und einmal darunter durch. So, festziehen, der Schotsteg.